Alles für nichts. Was soll denn passiert sein? Sie war doch hier sicher. Oh Mann. Da ist sogar der Geralt mal am Ende. Als ob. Er hat den Geist mitgenommen. Oh mein Gott, wie genial. Wow. Wow. Also wir hätten ohne diesen Avalach sie niemals retten oder dann finden hast du nicht oder befreien alles vergessen, können. Was Wesemir dir beigebracht hat. Ein Hexer kann das Essen, das Trinken und sogar das Atmen vergessen. Aber ein Hexer vergisst niemals, sich um seine Klinge zu kümmern. Ja, das habe ich auch ständig wiederholt. Und es wurde mir nie langweilig. Was für eine Kreatur war das? Was Kreatur? Von der du die Narbe über dem linken Auge hast. Die ist neu, die kenne ich noch nicht. Eine Erinnerung an die Gorgo von Spala. Eine Erweiterung meiner Sammlung, nichts Besonderes. Aber deine ist dafür gut verheilt. Avalach, er hat ganz spezielle Salben für mich zubereitet. Aber das war, bevor der Fluch von ihm Besitz ergriffen hat. Wo er jetzt wohl sein mag? Wir haben den Fluch gebrochen. Er wartet in Kaer Morhen auf dich. Meinst du das ernst? Wahrscheinlich schon, bei sowas würdest du nicht scherzen. Das ist ein schönes Erwachen. Du vertraust ihm? Avalach? Er hat mich nie im Stich gelassen. Kein einziges Mal. Warum hilft dir Avalach eigentlich? Wissende haben Menschen doch nie besonders gemocht. Er macht es nicht meinetwegen. Es geht um meine Kräfte. Als ob es jemals um was anderes ginge. Avalach hat versucht, mir beizubringen, wie ich meine Fähigkeit kontrolliere. Und er hat dafür gesorgt, dass ich Eredin nicht in die Hände falle. Und was hat Eredin vor? Was will er von dir? Was alle wollen. Die Kontrolle über meine Kräfte. Seine Heimatwelt steht vor der Vernichtung. Eredin möchte unsere Welt einnehmen. Genial, findest du nicht auch? Alleine kann er nicht viel ausrichten, also muss er eine Armee mitbringen. Aber seine Navigatoren können unmöglich ihn und tausende NL zwischen den Ebenen bewegen. Das erlauben ihre Fähigkeiten nicht. Deine dagegen schon. Genau. Und wenn ich dabei sterbe? Nun, dann war das ein notwendiges Opfer. Wie ist es gekommen, dass du mit Avalach gereist bist? Als ich dich und Yen auf der Marlos-Insel verlassen hatte, wurde ich verfolgt. Eredin und seine roten Reiter waren mir auf den Fersen. Ich bin durch viele Welten geflohen, viele Male. Einmal hätten sie mich fast erwischt. Da ist Avalach aufgetaucht, aus dem Nichts. Er hat ein Portal gefunden und uns in eine Welt gebracht, in der uns Eredin nicht finden konnte. Ungefähr ein halbes Jahr lang. Diese Welt, in der euch Eredin nicht finden konnte, was war das für eine? Du würdest mir nicht glauben, wenn ich dir erzähle. Versuch's trotzdem. Die Leute dort hatten Metall in ihren Köpfen, kämpften aus der Ferne und benutzten so ähnliche Dinge wie Megaskope. Und dort gab es keine Pferde, alle hatten stattdessen fliegende Schiffe. Ciri, lass den Blödsinn. Ich hab doch gewusst, dass du mir nicht glaubst. Wir hätten dort bleiben sollen. Wieso bist du wieder zurückgekommen? Ich dachte, die Jagd hätte endlich meine Spur verloren. Ich dachte, ich wäre sicher. Außerdem wollte ich dich finden. Dich und Yennefer.
Du hast nach uns gesucht, wir haben nach dir gesucht. Oft hatte ich das Gefühl, dass du nur einen Schritt entfernt bist. Dann wieder dachte ich, ich würde mich im Kreis bewegen. Das überrascht mich nicht. Manchmal bin ich wirklich überstürzt geflohen. Also, erzähl mir, wie alles gekommen ist. Schritt für Schritt. Iridin hat uns aufgespürt, als wir auf Azgellik gelandet waren. Kurz darauf waren wir schon von Reitern umzingelt. Ich dachte, das wäre das Ende. Aber Iridin hatte andere Pläne. Er holte das Phylakterium heraus, entkorkte es. Wir waren von Nebel umgeben und Avalach begann, nach Luft zu schnappen. Hat Iridin so Avalach verflucht und seine Verwandlung in Uma ausgelöst? Ja, er wollte ihn nicht töten, nur erniedrigen. Aber Avalach wollte sich nicht kampflos ergeben. Er wirkte einen Zauber, der unter den Reitern großen Schaden anrichtete. Und auch einen halben Wald auf Azgellik verwüstete. Aber er verschaffte uns auch Zeit zur Flucht. Avalach öffnete ein Portal und ich sprang hinein. Er sollte mir folgen, aber irgendwas ging schief. Der Fluch behinderte ihn und er erreichte das Portal nicht mehr rechtzeitig. Wir hatten uns geeinigt, dass wir uns in seinem Versteck in Velen treffen, sollte etwas schiefgehen und wir getrennt werden. Aber ihr habt euch dort nicht getroffen? Nein, haben wir nicht. Sobald ich im Portal war, bin ich statt in Avalachs Versteck mitten im Buckelsumpf gelandet. Ich bin den Mumen nur knapp entkommen. Und da kam der Baron. Weißt du, dass er mich zur Jagd mitgenommen hat? Ich habe mit dem Schwert ein Wildschwein erlegt. Hab ich gehört. Reiner Zufall. Ich wollte an dem Tag nicht jagen, aber ich wollte auch nicht ablehnen. Ich hatte nichts dabei, was einer Jagdwaffe entsprach. Ich wollte nicht jagen. Ich bin durch den Wald gestreift, habe die Luft tief eingeatmet und dann plötzlich ein seltsames Geräusch gehört. Hat dich das Schwein angegriffen? Mhm. Groß wie ein Büffel kam es direkt auf mich zu. Ich hatte nur mein Schwert. Ich musste es erlegen. Du hast dich gut geschlagen, so wie es die Männer des Barons erzählt haben. Alles einfache Soldaten. Aber wir haben uns blendend verstanden. Schade, dass ich fliehen musste. Aber ich wollte sie nicht der wilden Jagd ausliefern. Außerdem wusste ich da schon, dass der Fluch vorangeschritten war. Deshalb suchte ich nicht länger nach Avalach, sondern nach dir und Yen. Und wie hast du so einen Mann wie Hurensohn Junior kennengelernt? Ich konnte dich und Yennefer nirgendwo finden. Und ich brauchte jemanden, der das Phylakterium reparieren konnte. Das schafft kein normaler Handwerker. Ich brauchte einen Magier mit außergewöhnlichen Kräften. Rittersporn half mir dabei. Es war, als ob seine Ehre davon abhängen würde. Er hatte ein Treffen mit einem Magier vereinbart, aber das war nur eine Falle der Tempelwache. Das hat er mir gar nicht gesagt. Er wollte dich sicher nicht beunruhigen. Später haben wir herausgefunden, dass die Wache das häufiger macht. Um Leute zu schnappen, die mit den Magiern zusammenarbeiten. Wir mussten einen anderen Weg finden. So viel stand fest. Dann erzählte Rittersporn, dass er einen Mann kennen würde, dem ein Teil von Novigrad gehört und der mehr tun könnte als andere. Er würde sicherlich jemanden kennen, der das Phylakterium repariert. Hurensohn Junior. Ich dachte mir schon, dass es nicht die beste Idee war. Aber ich war verzweifelt, hatte keine Wahl. Hatte ich mir schon gedacht. Hurensohn war einfach nicht der richtige Komplize. Dieser Einfallspinsel dachte, wir hätten ihn betrogen und hat dann Dudu entführt. Den ihr sofort befreit habt, nur um auf die Tempelinsel zu fliehen. Tolle Idee. Wir hatten das nicht geplant, hatten keine Zeit zum Nachdenken. Wir sind einfach los. Mir fiel nicht mal auf, dass mich die Wachen in eine Falle getrieben haben. Plötzlich war ich drin und wusste, dass ich verschwinden musste. Sofort. Und so bist du dann wieder nach Skellige gekommen. Die Küste von Hindarsfjall. Der erste schöne Ort, der mir eingefallen ist. Hjalmar und ich waren dort früher immer schwimmen. Moment mal, bist du wirklich zufällig dort gelandet? Ich dachte, du und Avalach, ihr hättet einen Plan. Nein, er spürte, wenn ich meine Kräfte eingesetzt habe. So wie Iridin spürt, wo ich bin und wohin ich reise. Tatsächlich ist Iridin kurz nach mir gekommen, mit seinen Reitern. Wieder ging alles sehr schnell. Lofoten, der Angriff der Jagd, meine Flucht und dann Träume. Nur Träume.
Was hast du geträumt? Ich hatte in letzter Zeit nur Albträume. Ziemlich schrecklich. Ich auch, die meiste Zeit über. In einem verfolgte dich das Monster eines totgeborenen Kindes. Oh, das war schrecklich. Ja, Traum. Ich hatte auch ein paar schöne Träume. In einem saßen wir an einem Feuer, tranken guten Wein und alle Leute tanzten und lachten. Der gefällt mir viel besser. Mir auch. Aber diese Träume und die anderen endeten in einem Turm. Egal, was ich geträumt habe, am Ende ging ich immer in einen Turm hinein. Hast du ihn erkannt? Weißt du, wo er sein könnte? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, aber irgendwie kam er mir bekannt vor. Und schrecklich. Der Turm war kahl und tot. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich ihn betreten musste. Hast du es getan? Nein. Alle Träume endeten damit, dass ich nach dem Eingang suchte. Und beim letzten Mal sah ich statt des Turms dein besorgtes Gesicht. Wäre die Narbe über deinem Auge nicht gewesen, hätte ich gedacht, dass ich immer noch träume. Ich hatte Angst, dass du tot bist. Hab ein paar Zwerge gefunden. Sie sagten, sie hätten versucht, dich aufzuwecken, aber du wärst eiskalt gewesen und hättest nicht geatmet. Und trotzdem bist du reingekommen. Wer hört denn heute noch auf Zwerge? Da fällt mir ein, sie sind bestimmt schon nervös. Wir sollten gehen. Ich habe ein Boot am Strand. Sobald wir anlegen, reiten wir nach Kaer Morhen hin. Gut. Ganz gewöhnliches Reisen. Das war schon immer besser. Doch ein paar Tage schneller. Und würde uns Eredin direkt auf den Hals hetzen. Das sollten wir nicht riskieren. Außerdem hasse ich Portale. Gut, dass es nochmal erwähnt, Geralt. Verdammt. Ernsthaft. Hör zu, wir müssen überlegen, wie wir... Oh-oh. Sie haben die Nebelinsel gefunden. Wie? Oh, Gratisbrote. Sie werden wissen, wohin wir gehen. Sie werden mich finden. Das wissen Sie jetzt schon. Ciri, bring uns nach Hause. Etwas mehr. Tja, und damit geht die Schlacht in Kaer Morhen auch direkt los. Zumindest sollte es direkt losgehen, nach dem Ladebildschirm. Alles friedlicher. Das wird sich gleich ändern, Wesene. Mach dich bereit. Oh je, die Freude wird da kurz werden. Willkommen zurück, Kind. Ciri! Wow, Yennefer kann auch positive Gefühle haben. Wahnsinn. Mann, bist du hübsch geworden. Stehen wir hier nicht rum. Begrüßt lieber die anderen. Ich glaube, wir begrüßen es nicht viel Zeit. Ihr habt euch gar nicht verändert. Ihr seid so wie in meiner Erinnerung.
Was? Kleine Schwester. Ach, guck mal. Sie hat den Weg ja doch gefunden. Dann kann sie mir jetzt also über die Statue erzählen. Alle sind hier, die du um Hilfe gebeten hast. Avalach ruht sich im Turm aus. Sein Zustand ist immer noch schlecht. Kein Grund, das hier draußen zu tun. Kommt rein. Verdammt, wie schön, dich wiederzusehen. Vielleicht lasse ich euch einen Augenblick. Triss, bitte. Nein, nein. Ihr müsst euch sehr vermisst haben. Auf eine Minute mehr kommt es da nicht an. Also gut, eine Minute, dann brechen wir auf, ja? Das ist jetzt unangenehm. 45 Sekunden. Hm? Wir haben noch 45 Sekunden. Naja, 30 jetzt. Dann schnappen wir uns die wilde Jagd. Also bitte, lass uns diese Sekunden nutzen. Ja, ich liebe dich. Null Punkte für Kreativität. Aber für deine Offenheit. Zeit zu gehen. Die kürzeste Minute ever. Okay, let's go. Jen, du kennst die Welt. Charakter aktualisiert Lambert. Warum Lambert? Huch. Du hast sie gefunden. Sultan. Du hast dein Werkzeug mitgebracht. Ich dachte mir, das wäre bei einer Schlacht sinnvoll. Schwerter schärfen, Rüstungen ausbeulen und so weiter. Hast ganz recht. Danke, Sultan. Und dann werde ich noch etwas Mahakama-Mischung brauen. Die ist so explosiv, dass man sie nur scharf ansehen muss. Schon geht sie hoch wie ein Flammenfurz. Sehr nützlich bei Belagerungen. Nett. Würdest du mir etwas... Klar, wenn du ein Schema hast. Ah, okay, er macht nur Rüstung. Ah, nicht so wichtig. Hat er noch irgendwas? Verkaufen kann ich sowieso fast gar nichts. Da ist dann, glaube ich, auch Ritze. Okay, ne, da hat es nichts Besonderes, glaube ich. Und teuer ist er auch, also, na, kann ich drauf scheißen. Wann bin ich denn bitte Stufe 25 geworden? Na schön. War ich nicht gerade nur Stufe 23? Ja, war ich halt tatsächlich. Aber ich brauche trotzdem noch ein paar Skillpunkte mehr. Wenn's. So. Okay. Sehe, dass das Gas funktioniert. Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie sie kriegen. Was gibt es für Fortschritte? Verdammter Schrotthaufen. So alt wie Wesemir. Geil. Alter, nice. Eske. Grüß dich, Wolf. Eske. Ich brauche Ruhe. Muss mich vorbereiten. Ruhe, jetzt. Wer ist denn noch so da? Du bist hier. Du bist hier, Vernon. Vielen Dank, dass ihr beide gekommen seid. Keine Ursache. Aber du hast vergessen, mich einzuladen. Spar dir die Entschuldigung, Geralt. Wiss hat ihre Wut unterwegs an mir ausgelassen. Sie ist fast darüber hinweg. Sind wir wirklich nur so wenige? Nur die Qualität zählt, nicht die Quantität. Die Denkweise eines Hexers. Das mag fürs Jagen und Bekämpfen von Monstern gelten, aber nicht für große Schlachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wir sehen uns um. Ich muss mich mit dem Schlachtfeld vertraut machen. Naja, der M hier wollte uns keine Armee geben. Der Krach war sich auch irgendwie zu schön, uns wenigstens 10 Mann zu geben oder sowas. Naja, da stehen wir jetzt eben hier mit unseren paar Mann. Wo ist eigentlich der Mäusek? Und der Chalmer? Müsste nicht auch jetzt irgendwo sein?
Ruft alle zusammen. Wir müssen reden. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Ciri her. Will sie mitnehmen. Wir werden sie aufhalten. Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Initiative oder hier wird eine Aufgabe haben? Nee, wir lassen sie hierher kommen. Wir sind nicht viele, aber ich würde jedem von euch mein Leben anvertrauen. Arbeitet zusammen, dann können wir die Jagd besiegen. Wenn sie angreifen, wird Yen die Festung mit einer magischen Kuppel abschirmen. Die Jagd muss außerhalb der Mauern landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ausgezeichnet. Irgendwie Bomben, ja, natürlich. Bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen. Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid. Sie unterstützt euch. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Vergesst nicht, dass wir nicht sehr viele sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wenn etwas schief geht und die Jagd uns in die Defensive zwingt, ziehen wir uns zurück und verteidigen die Tore der Festung. Der innere Burghof ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie dort nicht aufhalten, sind wir verloren. Was können wir sonst noch verwenden? Wenn ihr die Jagd im Wald angreifen wollt, kann ich ein paar Fallgruben ausheben. Nach Art der blauen Streifen. Das heißt? Tief wie die Hölle. Am Boden voller spitzer Pflöcke. Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Weißt du, dass wir hier auf einem riesigen Gasvorkommen stehen? Ich könnte Spalten im Boden öffnen und Explosionen erzeugen. Aber das müsste ich vorbereiten. Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Hättet ihr sich schon vorher als Plan können? Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen. Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Hexerfallen. Tränke. Nehmen wir die Tränke. Wir benutzen seit jeher Tränke. Wir brauchen so viele wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer?
Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Jeder hat, glaube ich, seine eigenen Waffen oder so. Das Schließen der Mauer hat Vorrang. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Alles erledigt? Ja, erledigt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert und Geralt. Sie benutzen das Dimerizium, um die Navigatorenportale zu schließen und so viele Krieger wie möglich am Betreten der Festung zu hindern. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Denk dran, Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Denk einfach nicht dran. Ich möchte darüber sprechen, was uns erwarten wird. Danke, kein Interesse. Sprich mit Ciri, die ist in einer tollen Stimmung. Deine Tränke. Danke für alles. Dann habe ich schon mal die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Oh. Das hatte gerade. Ne, jeder hat bestimmt schon mal GTA 5 gespielt. Und wenn man so seine Überfälle vorbereitet, kann man ja auch immer so auswählen, was man macht. Ich denke, das war gerade in etwa sowas. So, lass mal speichern, auf die Uhr gucken. Okay. Gut. Es war zu 43. Da würde ich jetzt nochmal einen kurzen Save machen, kurz bevor die große Schlacht dann losgeht. Also, bis zum nächsten Part, wenn das Spiel vielleicht schon zu Ende geht, und bis dahin.